So Leute, gibt ein neues Video von eurem Holzloki, von Holzkunstloki. Es haben mir einige geschrieben, ob ich nicht mal so ein, ja, mal zeigen kann, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Schitzkurs online mache. Also ich werde auf jeden Fall mal hier, habe ich schon mal eingezeichnet, eine Eule machen für, mit euch zusammen, dass wir mal von, sag ich mal, als Anfänger auf den Anfang an mal nachprobieren könnt, wie das geht. Ja, soll ich nicht alles verraten. Aber die ersten Schritte so, damit ihr schon mal das mal probieren könnt. Zu Hause werde ich euch mal zeigen. Als allererstes muss man sich natürlich erstmal einig sein, was will ich für eine Eule machen oder was für ein Tier, ist ja erstmal völlig egal, ob das jetzt eine Eule ist oder nicht. Und muss mich versuchen, entweder ein Bild im Internet runterzuladen oder anatomisch zu informieren, wie sieht das ungefähr aus. Klar ist natürlich, wenn man das erste Mal macht, dass das auch nicht so anatomisch perfekt wird, ist mir auch klar, war bei mir auch nicht, wie das ein Bild ergibt. Aber jeder hat ja seinen eigenen Stil dann am Ende und jeder macht das ja so, wie er das, sagen wir mal, am schönsten findet. Und am Ende ist der Lohn der Arbeit jeder Lohn, jeder Arbeit. Aber da ich es euch mal zeigen will, habe ich jetzt mal hier einen Stamm, den habe ich schon mal vorbereitet, ein bisschen glatt gemacht. Ist natürlich auch noch wulzig, alles klar, ist kein Problem, kann man vielleicht für die Eule da mitnehmen, für Flügel. Muss man sich erstmal einig sein, selber mit dem Stamm, wo mache ich die Eule jetzt, wie rum, wohin, wo sind Risse, wo sind Äste. Das muss ich jetzt schauen, sodass praktisch die Ansicht vorne, wo die Eule mit dem Gesicht ist und die Eule mit dem Körper ist, da nicht, nicht so tolle Risse hat. Das sieht dann halt blöd aus, besser ist, wenn die hinten sind, bei der Geschichte. Und dann muss man sich überlegen, also was will ich für eine Eule machen zum Beispiel, wenn es eine Eule da soll, kriegt die hat die Ohren als Federn, na? Oder ist es eine Eule mit einem normalen runden Kopf, wo die oben die Federn fehlen, also die Ohren fehlen. Wir machen mal eine mit Ohren heute und ich muss mir überlegen, wo soll die Eule hinschauen. Darum habe ich jetzt hier den Kopf angezeichnet, hier die Ohren, darf ich natürlich jetzt nicht rund schneiden, muss ich hier hinten machen. Und hier die Mitte des Kopfes und die zeigt praktisch hier runter, hier ist praktisch der Rumpf, hier der Flügel, hier der Bauch, die Brust. Und dann geht es hier runter, hier habe ich die Beine angezeichnet und hier kommen nachher die Füße hin. Darum schneidet man praktisch das. Erstmal raus, das hier hinten raus, bis hier runter, gerade raus. Und dann hat man schon mal die grobe Form des Torpedos, wie es eigentlich im Körper ist. Ja, der Kopf sollte zweimal hier unten reinpassen, roundabout, muss man dann sehen. Kann man, wenn man das fertig hat, hier oben auch noch kleiner schneiden. Das lege ich euch jetzt mal raus, sodass ihr mal seht, wie der Anfang geht. Und dann gucken wir mal peu à peu, okay?
habt ihr jetzt ungefähr die, naja, grob die Eulenform. Jetzt muss man das Ganze natürlich noch hier hinten ein bisschen schlanker schneiden. Auf der anderen Seite den Kopf hier drüben. Ich drehe dann mal das Ganze rum, dass ihr das mal seht. Den Kopf auch hinten noch ein bisschen anpassen, dass das auch noch ein bisschen so eulig wird. Ja? Also den Kopf ruhig hier hinten so weg. Und dann kann man da hier hinten, sagen wir mal so, wie das jetzt hier rausgearbeitet ist, ruhig, sagen wir mal, einkürzen. Das ist das, der Schwanz ist. Na, das arbeite ich auch raus. Dasselbe machen wir vorne. Ich habe jetzt hier nur den Schweif angezeichnet, wie er dann nachher werden soll, was ich dann rausarbeite. Aber das so könnte jetzt praktisch der Kopf werden. Dreh es mal rum. Und vorne mache ich es genauso auf der Seite. Arbeite ich das auch raus. Yeah.
jetzt haben wir schon mal grob den Form, die Form von der Eule. Jetzt muss man sich natürlich, dass die Sicht ein bisschen anzeichnen hier vorne. So wird es hier. Der Kopf, die Mitte, wo es die Nase oder Schnabel sein soll. Das runde Gesicht. Na? Und hier oben können wir noch ein bisschen einschneiden nachher noch. So die Federn. Das stehen lassen. Du musst jetzt erstmal hier das Gesicht ein bisschen wegschneiden, auf Ecke machen, damit man die Augenreibe bekommt. Na? Wie folgt. Muss man ein bisschen beachten, wie ist das Holz sowieso schon geformt, sodass man da ein bisschen eine relative Einheitlichkeit reinbekommt. So, also pass auf, jetzt haben wir praktisch hier die Ohren, die Ansätze, und jetzt wollen wir ja das als Gesicht haben. Muss ich ein bisschen anzeichnen. Ja, das. Und wir versuchen das hier und das hier, einen kleinen Schnitt hier, hier vorne nicht so tief, hier ein bisschen tiefer, ebenfalls rauszuarbeiten, sodass das übrig bleibt, weil das ja der Schnabel wird. Das raus und das raus, so wieder leicht raus, zeige ich euch. Und dabei kann man das da oben gleich mitmachen.
kann man auch ein bisschen mit Sägen, mit dem feineren Blatt machen. Macht sich dann besser. So, hier muss man jetzt gucken, wie weit schneidet man aus, bis der Schnabel beginnt. Und dann müssen die Augen ungefähr ein bisschen oben drüber. Das muss ein bisschen vertieft werden, Vertiefung raus, und das muss ein bisschen nach unten abgerundet werden, zeige ich euch. Vorher kann man den Schnabel rausarbeiten. Achtung Augen. Ränder.
das Auge nachher hier hin und da hin. Mach da mit dem Augenfest. Okay. Zum Flügel jetzt. Zum Flügel. Drehen wir noch mal rum ein bisschen weiter. Das sieht man vielleicht besser. Ich habe es ja vorhin schon mal gemacht. Ich habe hier hinten den Schwanz vorgezeichnet. Muss man natürlich, wenn hier die Beine hinkommen, hier so vorbeikommen, grob. Und geht praktisch auf dem Rücken V-förmig zu. Ja. Und das Ganze auf der anderen Seite dann durch zurück. Hier muss man ungefähr eine gerade Linie haben, je nachdem wie die Olle schaut. Und dann kann man hier praktisch den anderen flättig machen. Vor. Hier oben leicht einritzen, weil der Flügel ja hier oben eingewachsen ist wie unsere Arme. Und vorne unten kann man ein bisschen tiefer, weil wenn der angezogen liegt, ist ja hier eine kleine Kante, die entsteht. Also hinten zeige ich. Vorne kann ich das etwas verschließen. Das Bein steht da hinterm Flügel. Ja. Und dann kann ich auch ab hier und auf Höhe des Schnabels kann ich das tiefer wegnehmen, damit ich vorne die Flügel habe. Hier aufpassen, bei der Eule ist so, der Schweif hinten, da geht ungefähr so, ja, und der Rest ist praktisch der Flügel. Das muss man mit rausarbeiten nachher, zeige ich euch dann. Okay, das verstanden. Hier ein bisschen abrunden, weil es ja nicht so gerade ist. Und dann kann man hier unten das so das macht man auf der anderen Seite gleich, das mache ich schnell.
Okay. Wenn man das hat, kann man zumindest schon mal, man kann ein bisschen Rundung machen, man kann die Flügel noch machen. Zu den Flügeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens, wenn die angeknickt sind, ist hier oben so ein Teil mit normalen Federn und hier muss zweigeteilt, hat man diese langen Federn von außen, die da ausgeklappt sind. Das muss man sich ein bisschen rüber zeichnen. Wo kommt man hier hin? Okay. Also, da muss man jetzt, sollte man sich das hier einschneiden. Hier kann man ruhig tiefer bei den Tour wegragen. Hier sollte man Vorsicht machen, so einen Zentimeter ungefähr. Und dann ein bisschen schräg nach oben anziehen. Hat, kann man die Federn ausarbeiten. Meistens ist es so, wenn die so sitzen, dass die Federn von vorne gesehen werden, sollte man sie auch so reinschneiden. Hier oben kann man das ruhig so wabenförmig machen, aber hier unten sind ja die Federn so angeordnet. Ich male es mal an und dann mache ich es einfach. Also hier sollte man so Federn reinmachen. Dann ruhig nach hinten weggehen. Und die hier kann man ruhig so weggehen lassen. Und hier kann man so, ist am Ende ein bisschen die fummelige Arbeit, aber geht. Also passt auf.
praktisch am Flügel kann man so mischen. Also macht man auf der anderen Seite Tito. Ich mache es jetzt mal schnell. Also, ich mache das mal.
Pforte. Unten einfach die Beine, wo man die Nixes anzeichnen, das leicht schräg rausschneiden, so die Füße übrig lassen. Und hier am Rand auch, dass das wegkommt, hier, dass die Füße vorne hinkommen. Dass wir hier vorne, von mir aus auch so, die Krallen hinmachen können. Genauso schräg auf die andere Seite. Und hier kann man die Krallen, wenn der Stamm halt praktisch so schön groß wird wie hier, die Eule größer wird, kann man die Krallen ruhig über die Kante gehen lassen. Jetzt diese Federn hier ruhig nach unten. So, Krallen kann man sich anzeichnen. Und zum Kopf selber kann man jetzt natürlich immer die Augen hatte. Noch schön hier.
ist natürlich jetzt, gibt es auch keine Grenzen, hier ein bisschen Federn reinzumachen. Man kann auch in die Federn nochmal Federn machen, indem man so ein bisschen. Wie viel Schrauben war das letzte? Dann haben wir hier. Also Augen mache ich dann mit dem Augenfräser, mache ich dann fertig, wenn ihr nicht mehr da seid. Vorne bei den Krallen. Eule hat ja ziemlich große, eigentlich 4 Krallen, 3 vorne, 1 hinten, die hinten sieht man jetzt nicht. Und die muss relativ dick sein, weil die ja auch ziemlich kräftige Beine hat. Kann man dann ruhig hier runter machen. Ich schneide mal eine Seite vor, da seht ihr das. Wieder anzeichnen, dass sie nicht sicher ist. Nicht bis ganz hinter, weil hier wollen wir ja noch ein paar Federn hinmachen.
Beine kann man dann praktisch auch mit einem Schleifer machen. Ich mache das jetzt mal alles noch fertig und dann zeige ich euch nachher das Resultat, wenn es fertig ist.
Wer keinen Augenfresser hat, kann das auch mit einer Kettensäge machen oder mit Schleifräten. Es macht sich natürlich mit der Metallschicht hier viel einfacher, ist klar. Kann jetzt noch die Augenlider ein bisschen machen. Einen kleineren Augenfräser. So, und dann mit so einem Prämel machen wir noch eine Schnabel fertig.
mache ich noch den Stamm fertig und dann zeige ich es euch. So, fertig. Und das zeige ich es euch noch im Nahen, weil so aus dem Bild ist es ein bisschen dunkel. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen mal reinzukommen und zu schnuppern. Und wer nun möchte, kann gerne auch bei mir einen Schutzkurs buchen. Ob es Eule ist oder was auch immer für ein Tier ich anbiete, kommt gerne und trinkt mit mir abends nach dem getanen Werk gerne noch ein Bier, Brause, Kaffee, was auch immer. Und lasst uns da ein bisschen grübeln drüber. Und ich denke mal, dann geht er mit einem schönen Erlebnis nach Hause. Das war's von mir, euer Holzlogi von Holzkunst Logi. Tschüss, bis zum nächsten Projekt.